Vor dem Krieg waren wir ganz oben. Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Wir haben die Selbstständigkeit erreicht. Wir waren von niemandem abhängig. Wir haben das gesamte Bidwa-Imperium aufgebaut. Alles stürzte ein. Hallo, ich bin Ljuba Bidwa aus der gleichnamigen Band Bidwa. Am Kriegsbeginn sind wir aus allen Wolken gefallen. Es war schwer, auf die Bühne zu treten. Ich verstand nicht, vor wem ich da singe. Es ist unfassbar schwer, auf die Bühne zu treten, wenn sie sich wie ein Schafott anfühlt. Unser Terminkalender war für die nächsten anderthalb Jahre voll. Wir kamen in einem Konzertsaal in Omsk an und sahen einen riesigen Z-Slogan für den Präsidenten. Dann kam jemand aus der Verwaltung und hat gesehen, dass wir den Slogan mit schwarzem Stoff verdecken wollten. Er meldete das dem Gouverneur, der sich sofort auf uns stürzte. Was zum Teufel? Von da an war es vorbei mit den Konzerten. Uns wurde klar, dass wir gehen müssen. Dunkle Wolken zogen auf. Es gab Verbote für dieses und jenes und so weiter. Heute lebe ich in Spanien. Wir haben alle aus Russland rausgeholt. Es gab eine Welle. Die Menschen bekamen beängstigende Anrufe. Wir dachten, das wären nichtige Scheußlichkeiten. Sie prallten an uns ab. Doch die wichtigste Scheußlichkeit passierte dieses Jahr. Musiker der Band Bidwa wurden in Thailand festgenommen. Sie sollen Konzerte ohne Arbeitserlaubnis gespielt haben. Der russische Generalkonsul in Phuket war an der Festnahme beteiligt. Er rief persönlich im Amt für Migration an und forderte die Auslieferung der Musiker nach Zahlung der Strafe. Es vergingen einige schreckliche Tage. Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt warteten die Entscheidung über ihr Schicksal ungeduldig ab. Nach Thailand zu reisen ist für alle Musiker sehr normal. Zumindest hatten wir in den vergangenen Jahren keine Komplikationen. Aber in Phuket kamen gleich zu Beginn des Konzerts 3 oder 4 Vollzugsbeamte. Wir zahlten Bußgelder, waren zunächst in einem Polizeigefängnis und wurden dann aus irgendeinem Grund in eine Haftanstalt für Migranten verlegt. Der Boden war aus Beton. Wir hatten das Privileg und schliefen auf kleinen Teppichen. Das Licht ging nie aus. Wir wussten nie, welche Tageszeit war. Ist das eine Laterne, die draußen leuchtet, oder die Sonne? Wer weiß das schon? Dann begriff ich, dass die Situation aus dem Ruder geriet. Sie sagten, das wäre ein Auftrag. Im Grunde sagten sie, das ist dafür, dass ihr Putin nicht liebt. Ich bin israelischer Staatsbürger. Israel stand hinter mir. Israel ist mein Fels, der mich nie im Stich lässt. Ich machte mir Sorgen um die Jungs, die mit ihren russischen Pässen eingereist sind.
Zu uns kam eine Flut von Konsuln. Der englische, der amerikanische, der australische, der israelische. Den russischen haben wir zum Teufel geschickt. Ich bin als Erster geflogen. Wir haben einfach Tickets gekauft. Zuallererst denen mit russischen Pässen. Die waren am hilflosesten. Das Wichtigste war, dass Israel sie aufgenommen hat. Natürlich bin ich nicht Nawalny. Er war ein Politiker. Sie brachten ihn um, weil er ein Rivale Putins war. In diesem Fall schikanieren sie einfach. Wir haben gestern das Lied fertig geschrieben und diese Demo-Stimme draufgelegt. Ich gelte jetzt als ausländischer Agent. Hier wimmelt es nur so von FSB-Typen. Auf jedem Konzert wissen wir genau, wo sie sitzen. Natürlich leben sie gemütlich in Spanien. Sie kommen auf die Konzerte und verraten sich dadurch, dass sie nie lachen. Gut, dass wir eine Alarmanlage haben, unsere zwei Hunde. Ich schließe nicht mehr aus, dass sie Bock auf eine weitere Scheußlichkeit haben.